Gemeinde, herzlich willkommen zu unserer kleinen Andacht am Palmsonntag. Und diesmal ist es ein völlig anderer Einzug. Keine Palmwedel, keine Hosianna-Rufe, niemand, der die Kleider auf den Weg legt und niemand, der hier in unserer Kirche gemeinsam mit mir feiert. Ein stiller Einzug. Und ich habe mir gedacht, heute kommt Jesus zu mir. Er wird mein Gast und wir beide kommen in ein Gespräch. Liebe Gemeinde, wenn Jesus heute hier in unsere Kirche in Herrenhausen eingezogen wäre, dann wäre das kein triumphaler Einzug geworden, keine Hosianna-Rufe, wie gesagt. Er wäre in diese Kirche eingezogen, sie wäre genauso leer gewesen, wie Sie sie am Anfang unseres Videos gesehen haben. Aber das hätte mir die Chance gegeben, mit ihm eben ein kleines, sehr persönliches Gespräch zu führen. Und das möchte ich Ihnen heute einmal hier zeigen. Er hätte sich vielleicht zu mir hier auf die Bank gesetzt und ich hätte ihn gefragt oder ihm gesagt, es tut mir leid, dass wir dir hier heute keinen schönen Gottesdienst, keine schöne Musik, keinen triumphalen Einzug bieten können. Die Zeiten, sie sind eben so. Und dann hätte er mich angeguckt und gesagt, weißt du, mir wäre eigentlich ein so stiller Einzug, ein so ganz leiser Einzug, wie er heute hier war, eigentlich auch damals schon viel, viel lieber gewesen. Dieser Pomp, diese Hosianna-Rufe, diese Palmwedel und alles, was dazugehört hat, das war der Einzug, den die Menschen mir schenken, mir bereiten wollten. Aber wie es in mir ausgesehen hat, das haben die Menschen damals eigentlich auch nicht gesehen, auch gar nicht sehen können. In mir war deutlich die Angst zu spüren. Dieser Virus der Angst vor dem, was kommt, der hatte mich ziemlich fest im Griff. Und wie gesagt, die Menschen außen haben das gar nicht so wahrgenommen. Für mich wäre das eine völlig neue Perspektive gewesen auf Jesus. Und ist es ein ängstlicher Jesus? Das passt nicht ganz in mein Bild von ihm. Und doch kenne ich natürlich den Satz, den er am Kreuz schreien wird. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann würde ich Jesus fragen wollen. Jesus, in dieser Situation, in der wir im Augenblick hier stecken, wo ein ganz anderer Virus, aber eben auch der Virus der Angst uns fest im Griff hat, wie können wir damit umgehen? Welche Möglichkeiten haben wir? Welche könntest du uns geben? Er guckt vor sich hin und dann murmelt er fast nur einen Satz und sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Angst überwunden. Ich gucke ihn an und denke, das kann es nicht sein, das hilft mir gerade gar nicht. Er bleibt dabei und sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Angst überwunden. Und dann steht er auf und geht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Angst überwunden. Wie eine Provokation steht dieser Satz jetzt hier mitten im Raum. Und wenn ich über ihn nachdenke, dann verstehe ich diesen Satz jetzt folgendermaßen. Jesus sagt, ich kenne eure Angst. Ich weiß oder ahne zumindest, wie es euch gerade geht. In einer Situation, die ihr alle so noch nicht kennt. Ich teile eure Angst und ich trage sie mit euch gemeinsam. Das alles lässt Angst nicht verschwinden. Aber ich kann die Angst mit ihm teilen, ich kann diese Angst auch mit anderen Menschen teilen und dann bohrt sie sich nicht einfach immer tiefer in mich hinein. Und so kann ich diesen Satz dann auch noch einmal ganz neu hören, als einen Hoffnungssatz. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Angst überwunden. Thank you.
Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Denn um deinetwillen trage ich Schmach. Mein Angesicht ist voller Schande. Ich aber bete, Herr, zu dir, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.